Liebe Freunde, heute machen wir einen einmaligen Versuch. Aufgrund besonderer Umstände befinden wir uns, bla bla bla, im Besitz einer Geige. Und hier haben wir erstmal den Geigenbogen, das ist wichtig, weil der labbert erstmal so rum. Und das ist der normale Zustand, wenn man die Geige einfach weggepackt hat. Dann muss man sie hier unten erstmal spannen, den Bogen. Nur den Bogen. Oho. So, da geht es nämlich los. Und es ist wichtig, dass dann beim gespannten Zustand ungefähr der kleine Finger hier unten durchpasst. Der kleine Finger sollte hier in etwa durchpassen. Ich nehme lieber noch, ich bin ein bisschen auf Sicherheit. Ich spanne noch ein bisschen nach. Ich bin irgendwie noch nicht so weit. Zweitens wichtig ist... Ich bin ja froh, dass der kleine Finger das ist. Ja, wichtig ist auch, dass man unter keinen Umständen sollte man den Finger hier drauf patschen. Ne? Weil das Fett von den Fingern verhindert, dass man einen Ton auf der Geige bekommt. So weit bin ich schon mal. Weiter noch nicht. So. Okay. Ja. Dann kann man die Geige natürlich irgendwie hier hinhalten. Und dann gibt es Probleme, weil man stellt sich das einfach vor, das ist so rund aufgebaut, vier Seiten, und man sollte eigentlich jede Seite irgendwie einen Ton treffen können. So, und jetzt ist der Jörg dran, der zeigt uns, wie man das richtig macht. Hör mal, der nicht auf die Seiten packen und. Ja, aber das ist doch viel zu breit, die. Nein, das ist richtig so. Das was? Ist vollkommen richtig so. Nein. Das muss genau so sein. Ganz Nein. ehrlich. Doch, ja. Das ist klar. Du musst darauf achten, dass du ungefähr hier spielst. Und den Bogen ungefähr so hältst. So. Nein, das geht nicht. So in etwa. Versuch mal ohne die Finger drauf zu setzen, bis du einen Ton findest. Na also, komm doch. Es ist nicht mehr überall Kolophonium dran, und das, was ich an Kolophonium noch habe, ist ein bisschen alt. Ja, geht doch. Perfekt. Du bist ein Held. Für den ersten Versuch ist das ein Knaller. Ehrlich, glaub mir, da werden einige Leute sagen, Maestro. Ehrlich. Ah! Ja, hey. Es wird. Paganini! Jetzt mach mir das nicht kaputt, das Zeug, das ist wichtig. Ich bin ein Geigenspieler, hey! Super, aber du solltest schon auf den Seiten bleiben, da oben. Ach so. Ja. Okay, Dankeschön. 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 Okay, ich nehme mir das auch wieder ab. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, Dankeschön.